Studio-Lautsprecher. Sind diese geeignet für den Heimgebrauch? Ich möchte euch eine kurze Geschichte über mich erzählen, wie ich mit HiFi angefangen habe, um dann auf den Punkt zu kommen, weshalb ich glaube, dass Studio-Lautsprecher tatsächlich für den HiFi-Zuhörer und für den Heimgebrauch geeignet sind. Im Speziellen geht es mir in diesem Video um die Strauss Elektroakustik MF4 Lautsprecher. Die sind sozusagen mein Paradebeispiel. Ob jetzt alle Studio-Lautsprecher für den Heimgebrauch geeignet sind, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Tendenziell nicht. Aber zugegeben habe ich nicht sehr viele Studio-Lautsprecher in meinem Leben gehört. Zusätzlich wird es noch in diesem Video eine kleine klangliche Beurteilung der MF4 von mir geben. Und Jürgen Strauss persönlich wird noch ein bisschen was über die MF4 und NF3 Lautsprecher erzählen. Wie habe ich also mit HiFi angefangen? Im Grunde genommen habe ich nicht mit HiFi begonnen, sondern mit Musizieren. Ich habe mit ungefähr 11 Jahren angefangen, Saxophon zu lernen und kurz danach habe ich angefangen, mich mit der Musikproduktion zu beschäftigen. Das sogar bis heute noch, allerdings alles auf absolutem Hobbyniveau. Okay? Ich hatte das Glück, mit ungefähr 13 einen Toningenieur kennenzulernen, wo ich dann im Tonstudio regelmäßig dabei sein durfte und ihm über die Schulter schauen durfte. So habe ich sehr, sehr viel gelernt, habe dann auch ein paar Basics von ihm gelernt und konnte dann sogar regelmäßig Songs dort abmischen und so weiter. Und das habe ich natürlich dann auch privat angewendet, habe dann meine eigenen Songs abgemischt, sowie von Freunden, die auch Musik gemacht haben, auch deren Songs abgemischt. Aber wie gesagt, alles auf Hobbyniveau. Und die ersten Lautsprecher, die ich mir dann privat gönnen konnte irgendwann, waren KRKs, Rocket 6 hießen die, glaube ich, und da war ich schon 19, 20, also wirklich relativ spät danach konnte ich mir dann die ersten Lautsprecher gönnen und ich habe die geliebt, wirklich. Das waren wirklich tolle Lautsprecher im Einstiegssegment, aber für mich waren es einfach tolle Lautsprecher, sowohl zum Musikmachen, und die habe ich natürlich auch privat genutzt, um einfach so damit Musik zu hören. Keine gewöhnlichen Lautsprecher also für den Heimgebrauch, aber wie gesagt, ich habe den Sound geliebt und habe mich auch an diesen Sound gewöhnt. Mit 21 etwa kam ich dann eigentlich wirklich mit HiFi in Berührung, da ich in einem Geschäft angefangen habe zu arbeiten, welches HiFi Lautsprecher und Elektronik verkauft hat. Das habe ich dann auch viele Jahre gemacht, bis vor 2 Jahren sozusagen. Da war ich dann 32 und vor 2 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht mit diesem YouTube-Kanal. Ich stecke also viel tiefer in der HiFi-Szene als in der Studio-Szene, da das für mich ja immer nur Hobby war. Und HiFi ist für mich Hobby und Beruf zugleich. Wieso erzähle ich euch das? Weil ich in den letzten 2 Jahren, seitdem ich meinen YouTube-Kanal habe, immer mal wieder die Frage gestellt bekommen über die Kommentare, sag mal, kannst du nicht Studio-Lautsprecher zeigen? Und das schwirrte immer wieder in meinem Kopf herum, weil eigentlich hatte ich in meiner Jugend mit Studios zu tun und ich fand die Frage berechtigt. Aber ehrlich gesagt habe ich einfach überhaupt keine Kontakte so in der Szene, zumindest nicht in Berührung mit Herstellern. Und ich bin da überhaupt nicht bekannt, sodass irgendein Hersteller auf die Idee kommen würde, mir irgendwas testweise zu schicken. Insofern einfach kein Draht. Aber wer weiß, wie sich so der Kanal entwickelt, ob irgendwann die Möglichkeit kommen wird, mehr vielleicht in die Studio-Richtung zu gehen und dort was aufzuzeigen. Aber ich muss auch sagen, ich bin in der HiFi-Welt zu Hause. Das ist erstmal primär das Thema auf meinem Kanal. Aber zumindest in Bezug auf die Strauss-Lautsprecher, die ja für die hochwertige Musikproduktion entwickelt worden sind, in Bezug auf diese Lautsprecher werdet ihr immer mal wieder was auf meinem Kanal zu sehen bekommen. Denn die Strauss MF4 Lautsprecher, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, vor etwa einem Jahr, haben die mich in meine jugendliche Zeit damals zurückversetzt. Und ich habe mich einfach zurückerinnert, wie krass mitreißend der Klang in diesen Tonstudios damals war. Nur mit den Strauss jetzt noch halt deutlich besser. Auf einem anderen Qualitätsniveau. Und nach der langen HiFi-Laufbahn jetzt
haben die mich einfach etwas Neues erleben lassen. Ich kenne ja sehr, sehr viele HiFi-Lautsprecher und das war für mich endlich mal wieder was Neues, was mich natürlich ein bisschen an damals erinnert hat. Aber ich habe das schon fast vergessen, kann man so sagen. Und dann trifft es auch noch voll meinen Geschmack. Vielleicht liegt es ein bisschen an meiner Vorgeschichte. Und als ich sie dann zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, könnte das eigentlich auch was für die HiFi-Szene sein, für die HiFi-Hörer, also für den Heimgebrauch? Und ich bin zum Entschluss gekommen, wo ich mich jetzt wirklich sehr lange damit beschäftigt habe, über ein Jahr mit den Strauß-Lautsprechern, ich bin zum Entschluss gekommen, ja, das ist auch was für die HiFi-Szene. Nur kennt die halt kaum einer. Und dafür setze ich mich, so wie zwei meiner Kollegen in Deutschland, gern dafür ein. Auf diese beiden Kollegen komme ich gleich noch zu sprechen. Die Lautsprecher kommen also in Frage für Leute, die auf der Suche nach ehrlichem, mitreißenden Sound sind. Natürlich sind sie nicht etwas für jedermann. Denn leider zeigen sie auch genau auf, wie schlecht eine Aufnahme zum Beispiel ist. Da wird nichts verschönert. Dafür zeigen sie aber auch genau auf, wie gut eine Aufnahme ist. Und dann hat man das höchste der Gefühle. Ich habe vor kurzem meine Hausmesse gehabt, die Kulturtage. Und die habe ich mit Strauß gemacht. Das Video mit den Eindrücken zu diesem Event, das ist vielleicht schon online oder kommt bald online. Falls es das schon ist, werdet ihr das oben hier verlinkt sehen an der Stelle. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und dort hatte ich 32 Gäste gehabt. Also reichlich Gäste, die mir Feedback geben können. Und das war interessant, weil ich hatte durchweg gutes Feedback zu den Lautsprechern. Das schlimmste Feedback jedoch, was ich erhalten habe, war dem Sinn nach, ich kann es nicht genau wiedergeben, tut mir leid, aber dem Sinn nach, Dibi, krass, die Lautsprecher sind wirklich auf einem absolutem hohen Niveau, aber treffen nicht ganz meinen Hörgeschmack. Das waren so ungefähr 3-4 Menschen, die das gesagt haben. Einer von ihnen war sogar tatsächlich überfordert vom Detailreichtum. Aber wie gesagt, trotzdem haben sie zugegeben, dass der Klang wirklich ziemlich gut ist, dass wir wirklich über ein sehr hohes Qualitätsniveau sprechen. Und das finde ich völlig okay, denn es kann nicht wirklich jedermann Sache sein. Das ist ein bisschen wie bei Musikgenre. Es gibt Musikgenre, das uns einfach nicht so richtig liegt. Aber wenn wir einen Interpreten hören in diesem Genre, der das einfach gut gemacht hat, dann müssen wir das einfach zugeben. So ist es bei mir zumindest. Und so ist es bei diesen Lautsprechern, glaube ich, auch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man einfach zugibt, die Lautsprecher sind echt gut, aber treffen nicht ganz meinen Hörgeschmack. Und das ist völlig okay. Wenn ihr also neugierig seid und ernsthaftes Interesse habt, dann kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, besucht die deutsche Website, die by the way jetzt gerade fertig ist, verlinke ich euch kurz in der Videobeschreibung, und schaut nach eurem nächsten Fachhändler. Es gibt genau 3 hier in Deutschland. Einer von ihnen ist Igel Schönwitz von The Soundfile, den kennt ihr bestimmt auch, aus Nürnberg. Der führt Strauß Lautsprecher übrigens schon seit vielen Jahren. Und neu dazu gibt Paul Otto von Impulstreu, den kennt ihr sicherlich auch, gibt es einige Videos von mir, aus Mülheim an der Ruhr. Und ich habe mich auch hier im Norden in Hamburg fest dafür entschieden, aktiv Strauß Lautsprecher zu führen. So, das war's mit der Eigenwerbung. Die sollte jetzt nicht im Vordergrund stehen, aber ich denke, die Info mit der Händlerschaft ist keine unwichtige Info für diejenigen, die wirklich ernsthaftes Interesse haben. Jetzt geht es aber nochmal interessant weiter. Denn am Kulturtag hat Jürgen Strauß hier bei mir noch 2 wirklich sehr interessante Vorträge gehalten. Diese Vorträge werde ich separat nochmal in Abständen hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Aber in diesen Vorträgen hat er noch mal ein bisschen was über die NF3 und die MF4 erzählt. Und diese Teile haben wir rausgeschnitten und dem Video jetzt hinzugefügt. Da wünsche ich euch viel Spaß damit. Bis dann. Ciao. Ja, was ist das Besondere an diesen Konstruktionen? Und das gilt, also was die sogenannten Design Guidelines, also wohin ich will mit meinen Konstruktionen, das gilt für den kleinen genauso wie für den, wie dann auch für den größeren Lautsprecher, den wir anbieten. Was ist die Konzeption? Warum sind diese Monitore so gebaut, wie sie jetzt hier stehen? Es gibt in der ganzen Übertragungstechnik, Elektroakustiktechnik, ein eigentlich unbestrittenes Ideal eines Lautsprechers.
Und dieses Ideal ist oder lässt sich beschreiben als, die Quelle sollte eigentlich unendlich klein sein. Sie sehen, das sind sie nicht. Und es sollte aus einem Punkt heraus das ganze Klangbild aufgebaut werden. Also von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Ohne Grenzen in der Dynamik und selbstverständlich ohne die geringsten Verzerrungen. Das wäre ein idealer Lautsprecher. Jetzt sind wir aber nicht im Himmelreich, sondern auf Erden und wir sind in Realitas. Und jetzt müssen wir also um Physik kümmern. Und mit so kleinen Membranen oder noch kleineren Membranen können wir keine Bässe erzeugen. Wir können hohe Töne damit erzeugen, aber mehr nicht. Deshalb brauchen wir mindestens zwei Wege, weil wenn ich etwa umgekehrt versuchen würde, nur aus dieser Membran ein sogenanntes Breitbandsystem zu betreiben, dann hätte das enorme Folgen in der Wiedergabe von mittleren und hohen Tönen. Es würden nicht nur die Verzerrungen ansteigen, es würde eben auch die Bündelung zunehmen und es würde dadurch ein, ich sage mal, sonderbarer Klangeindruck entstehen. Das heißt, ich muss mindestens zwei Wege haben. Und wer sich in der Geschichte des Lautsprecherbaus etwas auskennt, weiß, es gibt Koaxialsysteme, die gibt es schon relativ lange, das wurde schon teilweise in den 40er und 50er Jahren gebaut und dann sicherlich berühmte Konstruktionen wie Urey und so weiter. Das sind Konstruktionen der 60er und 70er Jahre, wo man also versucht, was hier als eigenständiges Horn platziert ist, in die Mitte dieses Treibers hineinzubringen, um eben diesem Ideal einer punktförmigen Quelle möglichst nahe zu kommen. Diese Vorgehensweise habe ich relativ früh verworfen, weil wenn man sich diese Treibertechnik anschaut, und es gibt eine ganze Palette von Herstellern auch heute noch, die das tun, also Beima oder 18 Sound, um nur zwei zu nennen, die genau das versuchen, dann sieht man, das lässt sich zwar machen, also die machen das, das kann man bauen, aber das geschieht mit sehr großen Kompromissen. Warum? Ich mache hier das Beispiel. Hier liegt die Trennfrequenz zwischen diesem Horn und diesem Treiber bei 1200 Hertz. Und Sie sehen, die Mundöffnung, wie wir das nennen beim Horn, ist doch relativ groß. Also ich könnte jetzt eine so große Mundöffnung hier nicht integrieren. Sie ist zu groß. Wenn ich das jetzt kleiner mache, sodass ich das hier integrieren kann, wie das gemacht wurde, und ich trotzdem bei 1200 Hertz die Trennfrequenz legen will, dann würde das bedeuten, dass ich aus einer weitaus geringeren Mundöffnung das machen müsste. Und das geht nur, das ist reine Physik, mit erheblich erhöhten Verzerrungen. Also weil der Treiber, der Kompressionstreiber, der sich dahinter befindet oder dann eben hier befinden würde, der hat nur ein so kleines Horn, eben mit so einer kleinen Mundfläche vorne, der muss dann sehr, sehr viel mehr arbeiten, um dann diese 1200 Hertz noch zu erreichen. Und das geht nur durch markante Steigerung der Verzerrung. Und wenn ich es umgekehrt machen würde und sagen würde, ja gut, dann begrenze ich halt den hier schon bei 2000 Hertz und dafür muss diese Membrane dann bis 2000 Hertz gehen, dann würden Sie sehen, Papiermembranen in dieser Größe, die bis 2000 Hertz gehen, kann man nicht bauen, das geht nicht. Das heißt, man hat dann eben qualitativ wirklich erhebliche Kompromisse, weil warum kann man solche Papiermembranen oder auch andere nicht bauen, die bis 2000 Hertz sauber arbeiten? Das ist die Problematik der Partialschwingungen. Wenn diese Membranen nicht sehr dick und sehr schwer entsprechend mit entsprechenden Nachteilen ausgelegt werden, dann zerfällt diese Membrane ab einer bestimmten Frequenz, das ist hier ca. 2000 Hertz, in Partialschwingungen. Also sie bewegt sich dann nicht mehr, wie sie soll, einfach gerade nach vorne und rückwärts, sondern sie beginnt in sich Bewegungen zu machen, Teilschwingungen zu machen. Und das ist begleitet von hohen Verzerrungen. Also entsprechend habe ich mich schon sehr früh entschieden, nicht Koaxialsysteme versuchen zu bauen, sondern Zwei-Weg-Systeme zu machen. Und das ist technisch immer noch sehr anspruchsvoll, wenn man zugleich eben will, wie hier realisiert, dass man eine praktisch unlimitierte Dynamik bei sehr tiefen Frequenzen, also unlimitierte Dynamik hat über das ganze Spektrum bei zugleich sehr tiefen Verzerrungen, was die Zielsetzung dieser Systeme ist. Also einen Treiber zu bauen, einen Tiefmitteltöner zu bauen, der bis 1200 Hertz uneingeschränkt mit hier in diesem Fall etwa 0,1% Verzerrungen arbeiten kann, das ist technisch enorm anspruchsvoll und hat uns viel Zeit, viel Arbeit und viel Geld gekostet, um das zu realisieren.
Also Zwei-Wege-Systeme mit der Absicht, eine angenäherte Punktquelle zu realisieren. Was heißt angenäherte Punktquelle? Hätten wir einen Punkt, dann würde aus und unendlich klein ideal, dann würde sich das Abstrahlverhalten, also wie dieser Lautsprecher seine Schallenergie in den Raum verteilt, vom tiefsten bis zum höchsten Ton überhaupt nicht verändern. Es gäbe keine Bündelung. Er würde immer genau rundherum gleichmäßig abstrahlen. Er würde also rundherum dann auch gleichmäßig den Raum anregen. Und wie Studien von Floyd Toul und anderen gezeigt haben, ist das eine wichtige Eigenschaft von Lautsprechern, denn selbst wenn der direkte Schall auf der Achse, der ihr Ohr trifft, perfekt linear ist, aber die Abstrahlung nicht homogen ist, dann sind die Reflexionen, und die dann am Hörplatz eintreffen, wirken sich klangfärbend aus, weil eben unterschiedlich viel Energie in den Raum abgestrahlt wird. Und die Untersuchungen von Floyd Toul und anderen haben sehr deutlich gemacht, dass diese Färbungen ganz erheblich sind. Ich mache ein Beispiel. In der Geschichte des Lautsprecherbaus, und damit sind wir dann auch noch beim zweiten Kriterium, das hier realisiert ist, in der Geschichte des Lautsprecherbaus ragt meines Erachtens eine Konstruktion wirklich heraus. Das ist die Bowers & Wilkins 801. Die wurde so circa Mitte der 80er Jahre wurde die entwickelt und gebaut. Und dieser Lautsprecher ist ein Drei-Wege-System. Und wenn wir uns jetzt, wir fokussieren nur auf die horizontale Abstrahlung, nicht die vertikale, nur die horizontale. Was geschieht bei diesem Lautsprecher? Wenn der bei tiefen Tönen, wie bei dem hier auch, abstrahlt, dann ist das fast kugelförmig. Also der Schalldruck, den er nach vorne erzeugt, erscheint hinten in etwa in derselben Stärke. Und wenn wir jetzt mit der Frequenz nach oben gehen, bei der Bowers & Wilkins ist die Trennfrequenz zum Mitteltöner bei ca. 400 Hz, dann sehen Sie in der horizontalen Achse, bei tiefen Tönen ist die Abstrahlung, sagen wir so, also eigentlich rundherum. Und jetzt nimmt die Frequenz zu und jetzt nimmt die Bündelung auch zu. Das heißt, der Winkel, in dem der Lautsprecher Schall abstrahlt, nimmt mit der Frequenz zu, es bündelt mehr. Jetzt kommt die Trennfrequenz, jetzt kommt der kleine Mitteltöner. Und wenn der dann bei 400 Hertz übernimmt, dann ist die Abstrahlung wieder so breit. Und dann arbeitet er etwa bis 2500 Hertz und bündelt dann zunehmend mit der Frequenz. Dann übernimmt die Kalotte und bei 2500 Hertz, so eine kleine Kalotte, die strahlt so breit. Und bei 20 kHz sieht es wieder so aus. Wenn wir jetzt also durch das Spektrum durchgehen, bei einer Bowers & Wilkins 801, nur die horizontale, dann sehen wir, es macht so, tief so, bündelt, geht wieder auf, Mitteltöner, bündelt, geht wieder auf, Kalotte setzt ein und geht wieder zu. Das heißt, wir haben stark schwankende, abgestrahlte Energie in den Raum. Und das führt zu Klangfärbung, wie diese Studien sehr deutlich gezeigt haben. Wenn man das nicht will, muss man eine homogene, eine gleichmäßige Bündelung erzielen, die sich über die Frequenz gleichmäßig steigert. Und das ist in diesen Lautsprechern realisiert. Wenn wir also jetzt diese Überlegung für diesen Lautsprecher machen, dann sehen Sie, bei tiefen Frequenzen ist das so breit. Dann geht das mit der Bündelung, nimmt das zu. Jetzt kommt die Trennfrequenz, 1200 Hertz. Das ist der Abstrahlwinkel so. Und mit zunehmender Frequenz geht er langsam zu. Das heißt, es ist diese Bewegung. Die Bündelung nimmt zu, aber gleichmäßig. Und so ein System hat eine ungleich geringere Klangfärbung als so eine 801. Und vor allem so ein System, das sind ja Mastering-Studio-Monitore, mit so einem Bündelungsverhalten lassen sich diese Systeme in die Raumakustik über Äqualisierung eigentlich sehr einfach in ein fast perfektes System verwandeln. Das kann man sehr gut technisch im Griff kriegen, sodass die Klangfarben wirklich stimmig sind am Hörplatz. Das ist ein wichtiges Kriterium. Jetzt war ich bei der Bowers & Wilkins 801. Dieser Lautsprecher ist deshalb meines Erachtens wirklich vorbildlich und verdient einen tollen Platz in der Geschichte des Lautsprecherbaus, weil er etwas realisiert, was wir technisch Time Alignment nennen. Time Alignment, das heißt, dass die Schallenergien, die dieser Treiber und die dieser Treiber abstrahlt, gleichzeitig an Ihrem Ohr eintreffen. Und wenn Sie jetzt also, nehmen wir an, wir haben so einen Treiber und hier bauen wir einfach flach ein,
eine Kalotte oder einen Mitteltöner, dann würden Sie sehen, dass diese beiden Energien überhaupt nicht gleichzeitig eintreffen. Der braucht viel länger, bis er die Energie erzeugt hat, als ein Mitteltöner oder eine Kalotte. Und wenn man sich das also in der Sprungantwort mit einem Mikrofon anschaut, dann sehen Sie Nullzeit. Jetzt kommt der Hochtöner als erstes, Pause, kommt der Mitteltöner, Pause, dann kommt der Tieftöner. Also die Signale kommen nacheinander. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten gerne, wenn wir einen Impuls auf einen Lautsprecher geben, dass diese ganzen Anteile gleichzeitig erscheinen. Hier ist das dadurch realisiert. Hier beim kleinen Lautsprecher, haben Sie gesehen, ist der Hochtöner versetzt wie eine Bowers & Wilkins. Und die hat das eben vorbildlich realisiert. Sie kennen diese Konstruktion vielleicht. Woofer auf diesem Niveau, zurückversetzt der Mitteltöner, zurückversetzt der Hochtöner. Und hier ist es, das, bei der kleinen Box haben Sie das gesehen, der Hochtöner ist zurückversetzt, das ist dasselbe. Und hier ist es gemacht über die Tiefe des Horns. Das Time Alignment, also die Gruppenlaufzeitkorrektur, der technische Ausdruck, ist hier primär gemacht über den mechanischen Versatz im Horn. Ja? Kompressionstreiber befindet sich etwa hier und damit wird die Gruppenlaufzeit des Tieftöners kompensiert. Und wenn Sie hier einen Puls draufgeben, dann sehen Sie zack, zack, fertig. So wie es sein soll. Warum ist das wichtig? Im Hinblick auf die Klangfarben, also was ich vorhin besprochen habe mit der Abstrahlung, ist Time Alignment praktisch irrelevant. Die Klangfarben, also wie die Relation zwischen tiefen, mittleren und hohen Tönen sind, das tangiert die Gruppenlaufzeit fast nicht. Das wissen wir schon seit Helmholtz, also seit ca. 150, 170 Jahren, dass die sogenannten Phasenlagen für die Klangfarbenwahrnehmung entweder keine oder eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Aber wenn das Time Alignment nicht vorliegt, wenn das nicht gegeben ist, wenn das nicht realisiert ist, stimmen die ganzen Räumlichkeitsdarstellungen nicht. Das heißt, Tiefeneindrücke stimmen nicht, Konturbildungen innerhalb des Klangbilds stimmen nicht, ganze Nachhallverhalten stimmen in keiner Art und Weise. Das heißt, das Klangbild kippt meistens nach vorne und hat einen flächigen Charakter. Und das ist die Konsequenz von mangelhaftem oder nicht durchgeführtem Time Alignment. Und deshalb war das als Design-Guideline für mich immer klar, diese Lautsprecher müssen selbstverständlich über ein einwandfreies Time Alignment verfügen. Das ist hier eben über das Horn realisiert. Dann vielleicht ein Wort dazu, warum überhaupt ein Horn einsetzen. Es gibt ganz nachvollziehbar, auch für mich nachvollziehbar, ein Vorurteil gegenüber Hörner, Trichterklang. Es gibt ein Vorurteil, das besagt, die Biester klingen scharf, die werden unangenehm, kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich mir also viele Hornkonstruktionen von heute und vor allem diejenigen aus der Tradition anhöre, die sind scharf, die sind unangenehm und manche haben tatsächlich einen Trötenklang. Das ist aber längst überwunden und nicht nur durch mich, sondern, also ich würde sagen, seit mindestens 30 Jahren sind wir in der Lage, also JBL und andere Hersteller selbstverständlich auch, Hornkonstruktionen zu bauen mit Kompressionstreibern, die alle diese Schwierigkeiten längst überwunden haben. Was ist denn der Vorzug? Warum setzen wir überhaupt Hörner ein? Ja? Das Time Alignment hatte ich erwähnt. Also hier kann ich jetzt diese Gruppenlaufzeit rein über die Tiefe des Horns dimensionieren und entsprechend anpassen. Aber das ist nur ein Seiteneffekt eigentlich. Der Haupteffekt ist die Steigerung des Wirkungsgrads. Und das heißt, um eine bestimmte Lautstärke am Hörplatz zu erzeugen, muss sich der Kompressionstreiber, der hier drin sitzt, viel weniger bewegen als eine Kalotte, die denselben Schalldruck erzeugen will. Und weil es sehr schwierig ist, lineare Motoren zu bauen, und also mehr Hub heißt immer mehr Verzerrung, ist also jede Kalotte, die auch nur in die Nähe dieser Verzerrung kommen möchte, bis heute nicht gebaut worden. Es gibt sie nicht. Also hier ist das typische Verzerrungsniveau, also selbst wenn Sie hier laut spielen, also irgendwie Pegel am Hörplatz, zwischen 90 und 100 dB irgendwie variieren, Sie werden nicht über 0,1% Verzerrungen kommen. Harmonische Verzerrung. Also extreme Verzerrungsarmut ist machbar mit Kompressionstreiben. Jetzt habe ich über die harmonischen Verzerrungen was gesagt. Jetzt müssen wir noch betrachten die nichtlinearen Verzerrungen, also die dynamisch, die durch die Bewegung und die Lautstärke induzierten Verzerrungen. Die sind nicht die harmonischen, das sind die nichtlinearen Verzerrungen.
Und weil sich die Membrane von einem Kompressionstreiber, wie jetzt hier realisiert, die bewegen sich also weit unter einem Zehntel Millimeter. Und dann spielt er brüllend laut. Also normalerweise ist die Bewegung der Membrane im Bereich von Mikrometern. Und weil die Aufhängungen etc. entsprechend ausgelegt sind, also auch die nichtlinearen Verzerrungen von so einem Treiber extrem gering. Das ist ein großer Vorteil. Der zweite große Vorteil von Hörnern ist die Bandbreite. Es gibt keine Kalotte auf diesem Planeten, die von 1200 Hz bis 30 kHz nennenswerte Pegel erzeugen kann. Das gibt sie nicht. Das heißt, ich kann hiermit etwas konstruieren, was ich mit Kalotten niemals könnte, es sei denn, ich nehme Dreiwegesysteme, ja, dann kann man auch. Das heißt, Bandbreite, Verzerrungsarmut und Time Alignment kann in einem Schritt realisiert werden, wenn die Hörner und Kompressionstreiber entsprechend ausgelegt sind. Jetzt haben wir also hier eine wirklich technisch sehr schöne, sehr feine Lösung. Ich hoffe, Sie werden dem dann hörmäßig auch zustimmen. Aber wie baut man einen Woofer auf demselben Niveau? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, wie ich Ihnen mitteilen kann. Ich erzähle ein bisschen aus der Geschichte der Entwicklung dieses Treibers. Zum Ersten, Sie sehen es, es ist eine Papiermembrane. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt nach Innovation und Hightech. Also ich meine, Papiermembranen haben wir jetzt seit 100 Jahren oder mehr. Und dynamische Treiber sowieso. Und warum wieder Papier? Ich meine, es gibt Kevlar, es gibt Aluminium, es gibt ganz vieles mehr. Und wenn man sich anschaut, und wir haben das natürlich in aller Tiefe getan, als wir begonnen haben, diese Treiber zu entwickeln, dann sieht man, man kann zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, mit Aluminiummembran ein Subwoofer aufbauen, kein Problem, kann man sehr gut machen. Aber wenn eine solch große Membrane, wie jetzt hier in Aluminium gemacht wird, dann bricht die in Partialschwingungen auf, fast egal wie man es macht, um 800 bis 1000 Hertz. Ja? Und wir wollen ja bis 1200, das heißt, wir können das nicht verwenden. Dann gibt es Sandwich-Konstruktionen, also wo man einen Schaum mit Aluminium oder mit Papier umwickelt und so weiter, um Steifigkeit zu erzeugen. Dann gibt es Kevlar und es gibt eine Reihe von Hightech-Materialien. Und egal in welche Richtung man die Sache dreht, wenn man einen Treiber mit so einer großen Membranfläche sucht, der bis 1200 Hertz sauber arbeiten will, gibt es nur Papier. Und Papier ist ein weiter Begriff. Also was ist das für Zellulose, die da verarbeitet wird und vor allem, wie wird sie verarbeitet? Wir haben zum Beispiel gelernt, also ich jedenfalls, ich wusste das nicht, das ist ja eine nasse Masse, die in eine Form gepresst wird, wenn man so eine Membrane herstellt und die kommt aus der Form tropfnass heraus und jetzt muss sie trocken werden. Und wenn Sie so eine Membrane auch nur dem leisesten Luftzug im Trocknungsvorgang aussetzen, hat sie eine innere Spannung, je nachdem, woher der Wind gekommen ist, können Sie die Membrane einfach wegwerfen, weil sie wird verzerren. Sie bricht sofort in Partialschwingungen auf und ist untauglich. Es war also notwendig, einen Trocknungsvorgang zu finden, der absolut strömungsfrei geschieht. Das dient der Steifigkeit der Membrane. Dann gibt es Tricks aus der Tradition auch, die haben wir hier auch gewendet. Sie sehen hier an der Front diese Rillen, das macht die Form. Und wenn ich den Treiber jetzt rausnehmen würde und Sie würden die Rückseite der Membrane anschauen, wären Sie wahrscheinlich leicht verdutzt, weil dann sehen Sie eine völlig zufällige Verteilung von Pappmaché auf der Rückseite der Membrane. Und das dient, weil es zufällig gemacht ist, wiederum der Unterdrückung von Partialschwingungen. Also die brechen dann eben nicht alle auf derselben Frequenz, im selben Moment auf und werden krass störend, sondern sie verteilen sich über ein ganzes Spektrum. Das sind so die Nuancen. Dann gibt es sehr wichtige Themen, wie zum Beispiel, wie verbindet man diese Sicke mit dieser Membran? Was sind das für Kleber? Wenn das nicht die richtigen Kleber sind, klebt das Teil. Also das sind so die Details. Dann, Zielsetzung war ja hier eben, einen Treiber zu schaffen, der mit der Qualität von hochwertigen Kompressionstreibern mithalten kann. Wie macht man das? Man muss eben die nichtlinearen Verzerrungen, also die durch Bewegung induzierten Verzerrungen, reduzieren, so gut es geht. Und hier haben wir eine Variante von einem Underhang-Motor, Typus realisiert. Wir nennen das Low Inductivity Technology, also kleine Induktivität. Sie sehen hier diese Durchmesser, das ist in etwa die Schwingspule, die Größe der Schwingspule. Und in den üblichen Treibern würden Sie sehen, dass eine Schwingspule etwa so hoch ist
Und eine Polplatte, die das Magnetfeld erzeugt, die dann vielleicht, also die Schwingspule ist vielleicht 15 bis 20 mm hoch und die Polplatte ist vielleicht 5 bis 6 mm hoch. Und diese Technik ist fast überall verbaut und was hier gemacht ist, ist das Gegenteil. Wir haben eine Polplatte gemacht, die etwa so hoch ist und eine Schwingspule, deren Höhe so gering als möglich ist. So führt also, wenn sich die Membrane bewegt, dann ist sie immer innerhalb des Magnetfelds und innerhalb eines sehr starken Magnetfelds. In diesem Falle hier ist die Induktion im Luftspalt ca. 1,8 Tesla. Das kann man mit Ferrit nicht erreichen. Mit den traditionellen Magnetmaterialien Al-Nico ist das die berühmteste Legierung. Kann man etwa 1,6 erreichen und das hier ist Neodym. Und hier drin, in diesem Treiber, sind etwa 800 Gramm Neodym verbaut. Damit könnten Sie also etwa 3000 Handys ausrüsten. Ja, mit Lautsprechern und Mikrofon. Also das ist eine gewaltige Menge an Neodym, die verbaut ist, um ein so starkes elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das dann eben gestattet, die Schwingspule viel kleiner zu halten, damit die Induktivität der Schwingspule viel kleiner zu halten, als es in der üblichen Technik möglich ist. Das sind also ja, so die Intimitäten oder Teile der Intimitäten dieser Treiber. Dann sehen Sie, das ist eine Bassreflexkonstruktion. Sie sehen hier den Bassreflexkanal, Sie sehen die Membranfläche, Sie sehen das Volumen. Und jetzt je nachdem, wie eben die sogenannten Thiel-Small-Parameter so eines Treibers ausgelegt sind, können dann die Tunings im Bassreflex ausgelegt werden. In diesem Fall hier sind das sogenannte Quasi-Butterworth-Filter dritter Ordnung. Ich will das einfach einmal technisch erwähnt haben, dass es gesagt ist, was meint das in der Praxis. Diese Konstruktion, obwohl eindeutig ein Bassreflexsystem, hat eigentlich das Übertragungsverhalten, das in der Mitte zwischen geschlossenem Gehäuse und Bassreflexgehäuse liegt. Darum QB3. Ein normales Bassreflexsystem ist ein QB4 oder eine andere Variante von vier Polordnungen. Die gibt es in verschiedenen Tunings, Chebyshev, Bessel und wie sie alle heißen, Butterworth eben. Und hier ist jetzt also ein quasi Butterworth dritter Ordnung realisiert. Das heißt, Impulsverhalten gleicht dem einer geschlossenen Box, der Tiefgang gleicht dem einer guten Bassreflexbox. Und damit erreichen wir jetzt also hier bei diesem System doch eine erhebliche Bandbreite, nämlich rund 30 kHz nach oben beim Kompressionstreiber und rund 30 Hz minus 3 dB-Punkt für den Lautsprecher ohne weitere Äqualisierung in diesem Volumen. So ist also ein enorm breitbandiges System entstanden mit sehr geringen harmonischen Verzerrungen, eben typisch 0,1% oder darunter und vor allem mit sehr, sehr tiefen, nichtlinearen Verzerrungen. Sie werden das bemerken, wenn, ich glaube, meine Kollegen haben hier wirklich auch brutales Bassmaterial vorbereitet. Und wenn Sie so ein Material in einen üblich konstruierten Lautsprecher reingeben, dann werden Sie sehen, die Membranen bewegen sich sehr heftig. Und Sie werden auch sehen, dass es, vor allem wenn es lang anhaltende Signale sind, dass es nicht nur die Bewegung selbst ist, die die Bässe erzeugt, sondern dass sich in dieser Bewegung, wenn man so seitlich reinschaut, tun Sie das mal, dann würden Sie auch sehen, bei anderen Lautsprechern, es gibt so eine langsame Modulationsbewegung, das sieht man bei Subwoofern sehr gut. Die kommen dann ein bisschen nach vorne langsam, dann gehen sie wieder ein bisschen zurück. Und das ist ein Gleichspannungsanteil, der direkt aus den nichtlinearen Verzerrungen resultiert. Und weil die hier eben extrem gering sind, das ist quasi Proof of Concept für diese Dinge. Also sie können enorm laut spielen und die Membranen stehen praktisch still. Ja. Plus minus 6 mm linearer Hub, also wenn Sie sich das wirklich antun wollen, fühlen Sie sich frei. Also sprechen Sie mit Paul Otto oder mit Dimi, was die Wohnung hergibt, von mir aus gerne. Das ist die Konsequenz, also nicht nur die Sauberkeit der Wiedergabe, die Verzerrungsarmut der Wiedergabe, sondern eben auch letztlich die Belastbarkeit des Systems. So ein System ist es wirklich sehr schwierig in seine Grenzen zu bringen. Wenn der Amp einigermaßen gut ist, ist das fast nicht zu schaffen. Also thermisch kriegen Sie die nicht tot, da fliegen Ihnen vorher die Ohren weg. Und eben über mechanischen Hub, sodass dann die Schwingspule an der Polplatte anschlägt. Also ich habe das noch nie geschafft. Man würde es schon können, aber man muss also eine Neigung zu Brutalität haben, um das hinzukriegen. Ja.
Nur mal eine Frage. Der Motor vor dem Bass, das Antriebssystem, ist das eine Unterhangschwingspule oder eine normale? Ja, das ist ein Typ von Unterhang. Das heißt, im Grunde genommen bleibt er immer linear im Magnetfeld. Ja, genau. Und den zum Anschlagen zu bringen, dann braucht er aber deutlich mehr als die 6 mm. Ne? Plus 6 mm nochmal wahrscheinlich, oder? Ja, der linear ist plus minus 6. Und der eigentliche Anschlag ist dann etwa plus minus 15. Ja, dann schlägt er an. Ja, aber das ist dann also so. Ja? Also hier ist jetzt auch die Spider-Konstruktion so gemacht, dass dann zuerst der Spider anschlägt, bevor das dann die Schwingspule anschlägt. Ja? Also das ist einfach eine Schutzfunktion. Aber das Aufwendige oder einer der aufwendigen Aspekte daran ist eben, oder? Also wenn Sie hier eine Porplatte haben, die liegt bei etwa 22 mm Höhe. Und Sie wollen in einem Luftspalt von ca. 2 mm Breite 1,7 bis fast 1,8 Tesla an magnetischer Feldstärke erzeugen. Das ist etwa so viel, wie das CERN in Genf auf 2 Meter Distanz erzeugt. Das ist knapp 2 Tesla. Und das braucht ja die Leistung eines Kernkraftwerks, um diese riesigen supraleitenden Magneten dahin zu bringen, dass sie ein so starkes Feld, dann auf 2 Meter, nicht auf 2 Millimeter zu erzeugen. Da haben Sie ein bisschen einen Eindruck von der magnetischen Energie, die da eine Rolle spielt. Und deshalb ist hier das einzige Material, was so eine magnetische Energie liefern kann, ist Neodym. Also Alnico würde nicht dahin kommen, Ferrite kommen höchstens auf 1,4 Tesla. Und wenn wir also hier 1,4 Tesla mit Ferriten machen würden, dann hätten wir hinten so einen Stapel, also in der Dicke so einen Stapel an Ferrit bei etwa diesem Durchmesser. Also eine völlig absurde Konstruktion. Und wir hätten immer noch nur 1,4 Tesla im Luftspalt. Und hier haben wir sehr viel mehr. Also seitens des Antriebs ist da, glaube ich, wirklich gemacht, was gemacht werden kann. Und dann gibt es natürlich eben gegenüber diesen schon bekannten Realisierungen von Underhang Motors, wie man sie nennt, gibt es hier dann eben Spezialitäten in der Schwingspule und Spezialitäten in der Formung des ganzen magnetischen Kreises, dass die Linearität wirklich sehr ausgeprägt ist.